So, ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Euer Dark Simulator 2. So, wir sind mitten in der Nacht. Ich mach mal an, ja. 0:10 Uhr mitten in der Nacht angekommen. So, da habe ich mir gedacht, jo, müsste doch die Chefin schlafen, dass wir mal die LKWs tauschen können. Wir gucken mal Fahrermanagement. Jo, die ist wieder auf Tour. Hör doch auf. Nein, die. Warte mal, ich muss da jetzt mal ein LKW wegnehmen. LKW-Management. So, und zwar hier. Tausche ich den jetzt? Warte mal. Verkaufen, Standort. Einsteigen, genau. Du bist sicher, ja, will ich. So. Er hat noch keine Fracht gehabt. Er hat noch keine gehabt, Leute. Also keine Angst. Wir waren nur unterwegs. So, wir sitzen. Oh, das ist ja alles verstellt. Müssen wir alles neu einstellen. So, Leute, ich muss aber trotzdem nochmal. Warum Management hat die jetzt unseren LKW? Ja, die fährt den DAF. Ja. Wo ist denn die da jetzt? Status? Was ist denn das? In der Garage, ne? Die jetzt, okay. Gut. Hat die überhaupt schon was irgendwie näher? Aktuelle Fracht? Nix. Die hat noch nix. Gut. Ja gut, dann such dir mal was. Ich werde jetzt mal mit deinem LKW ein bisschen rumfahren. Dazu müssen wir uns natürlich erst mal alles einstellen. Das ist ja, was ist denn das? Warum muss man das denn? Will das nicht dann für alle LKWs? Wirklich. Aber ärgerlich. Und da würde ich sagen. Noch ein Stückchen noch da. Du müsstest eigentlich gehen, ne? So haben wir jetzt alles in Sicht. Jetzt drücken? Ja, so haben wir eigentlich alles in Sicht. Gut. Dann fahren wir jetzt mit den Iveco. Brauchen aber erst mal eine Tour. Och, diesen hier. Da haben wir schon tausendmal diese. Ach, die. Wir fahren mal zu denen hier. Los. Weil wir müssen immerhin 1000 Kilometer schrubben mit denen. So gut, dass die das dann immer hochbelegt sind, so wie sie sind. Aber wir müssen drauf achten, Leute. Wir dürfen nicht zu schwer. Der Spiegel hier fällt mir überhaupt nicht. Ist eigentlich weiter ausgeklappt sein, oder? Der sieht so rangeklatscht aus. Moment, welche Taste warten das jetzt wieder? Die zwei, ja? Nee, das waren die Spiegel. War auch hier. Nee, das war nur eins weiter, ne? Nee, wo warten das? Hä? Ach hier. Oh, muss ich echt immer alles einzeln drücken? Sieht immer noch euch wie angeklatscht aus. Na ja, gut. Es ist ja nicht für lange. Da haben wir unser LKW wieder. Ui, ui, ui. Biege nach links ab.
Wenn wir dann so, wo sind wir jetzt bei 300.000? Gut, da würde ich sagen, da kriegt der Gutste dann später mal Update Maschine und Getriebe mäßig. Und farbmäßig kriegt's ein Update. Und ja, hab ich mir so gedacht, in Italien oder so kaufen wir uns eine Garage. Warum Italien, weiß ich jetzt nicht. Einfach so jetzt. Demnächst links. Haben wir ja noch viel zu tun haben in Italien. Viel freie Fläche. Gut, wir haben auch noch. Biege nach links ab. In Deutschland viel zu tun. Endlich, wir sind da. So. Oh Gottchen. So, ein paar Frachten stehen schon da. Du musst mal noch ein kleines Stückchen vorfahren, meiner. Einmal frei. So, machen wir Motor aus. Suchen wir uns was Schönes aus, Leute. Müssen doch bald mal wieder mit Hänger fahren und so. So, Bosen nach Polen können wir. Nach Berlin können wir. Nach Polen, Polen. Also dreimal Polen, einmal Deutschland. Wie viel Tonnen hatten das Ding hier? So, da müsste oben drücken. Ach ne, da oben steht es doch. 28 Tonnen kann er eigentlich fahren, oder? Aber guck erst mal durch. So, das sind 8 Stunden 500 Kilometer. Das sind 8 Stunden auf 500 Kilometer. Ich runde mal ein bisschen auf. Das sind 6 Stunden 300. Jetzt sagen wir vorhin erst mal das. Die 28 Tonnen. 18 Tonnen. Ja, 18 Tonnen ist mir eigentlich lieber. Wir fahren lieber die 18 Tonnen. Sind zwar 8 Stunden, aber die fahren wir mal lieber. Weil der ist echt noch nicht. Der hat noch nicht mal umleuchten, der hat nichts. Das ist einfach nur Standard-LKW. Und ihr wisst ja ganz genau, wenn der am Bergen nicht beschleunigen kann, dann wird aus den 8 Stunden 12 Stunden. So, wir koppeln an. Gucken wir uns mal die Fracht an. Ja, schön ist er nicht. Schön ist er nicht. Noch nicht. Vielleicht wird er mal noch schöner. So. Gut. Dann heizen wir mal los. Also zwei Frachten müssen wir auf jeden Fall fahren. Zwei Touren, wie man es nimmt. Der hat sich gerade irgendwie verschluckt. Rechts halten. Wenn du es jetzt so ist, aus dem Stehgreif her, beschleunigt der gar nicht so. Na gut, 18 Tonnen, ja, das ist schon ein bisschen was. Ja, man merkt schon von Scania und DAF, man merkt schon einen Unterschied.
Man merkt schon den Unterschied. Ich war fast auf 70. Die abbiegen, kriegen wir wieder rot. Biege nach links ab. So, da müssen wir ja noch einen neuen LKW kaufen. Wenn wir eine neue Garage gekauft haben, müssen wir noch einen neuen LKW kaufen, neuen Fahrer einstellen. Oh, das kostet alles wieder Kohle. Aber das müssen wir machen. Müssen wir halt ein bisschen. Wenn nicht, dann müssen wir doch euch mal Kredit nehmen. Müssen wir mal sehen. Vielleicht kriegt man es auch so hin. Ja, da sieht man mal, die kriegt die großen Frachten nicht. Halt ein Standort-LKW. Und die Sonne blendet. Alter, die blendet. Die Sau. So gefreut, dass wir über 80 kommen. Da waren wir auch gleich wieder zu schnell. Es blendet aber. Auch eine Sonnenblende.
Oder sie braucht dann später mal eine Sonnenblende. Ja, hat wohl keine Motorbremse oder was? War der jetzt bei 90? Hat wohl keine Motorbremse. Ich dachte, das ist immer eingestellt. Gut, dann machen wir Zeit. Zeit gut, aber da kann man auch wieder geblitzt werden. So. Hey, normalerweise hört man eigentlich schön die Geräusche. Ah, alles klar. Ich habe schon die Geräusche vermisst. Und die Sonne blendet, meine Güte. Schön. So ist besser, so sieht man mehr. Aber nee, vielleicht ist die Sonne wieder da. Echt jetzt? Die blendet ja wie Sau. Wo kann ich die Sonnenblende nicht runterklappen? Von LKW überholt. Da bin ich. Uiuiuiuiuiui. Ich wollte nicht so stark lenken, nicht, dass da Hänger umkippt. Oh ja, hier ist einiges noch zu verbessern an den LKW. Standort, ja. Wie gesagt, brauchen wir erstmal Kohle, ne?
Dafür brauchen wir geradeaus. Oh, Helga, ich wollte gerade was sagen. Dafür brauchen wir Mannies. Ich denke aber, die Frachten sind auch abhängig, ne? Wie die Hänger sind, könnt mich des Besseren belehren. Aber ich denke mal, die Frachten sind doch auch abhängig jetzt für unsere Angestellten, was die für LKW fahren, was die für Hänger haben, oder? Gehe ich mal davon aus. Wenn ich jetzt zum Beispiel Hänger habe, wo ich nur, sagen wir mal so sprichwörtlich, 6 Tonnen fahren kann, ja, für 6 Tonnen Fracht. Ja gut, kommt auf den Wert drauf an. Bekommt man halt nicht so viel, ne? Wie als wenn man 10 Tonnen fährt. 10 Tonnen Fracht. Also ihr könnt mich des Besseren belehren. Wenn ihr euch irgendwie Kenntnis habt oder so. Stefan wird mich so des Besseren belehren. Oder ist der... Nee, ich glaube nicht. Die 80 geschafft hat, kommt bei euch was hier.
Er lässt uns nicht rein. Oh. Wie bist du, Kollege? Du? Polizei und rote Ampel und so. Schlechte Mischung, schlechte Mischung. Ich glaube, noch vorgehen, Feedback jetzt von unserem Angestellten gekriegt. Die überhaupt irgendwas machen oder welche Einnahmen, nix. Ein Feedback. Immer geradeaus. Breslau sind wir. Rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Alter, wir haben die roten Ampeln. Entschuldigung, wenn ich jetzt ein paar Mal schon Alter gesagt habe, aber irgendwie haben wir die roten Ampeln gebachtet. In die letzten zwei Videos. Und selbst bei Amerika. Aber wahrscheinlich die roten Ampeln gebracht. Schatten schicken mich immer. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Ah, hier sieht man so schlecht, muss ich wieder gucken. Nimm diese Ausfahrt.
Ja, so ist das. Wenn die Sophie hat Kohle, den Kilometerstand, was die hier fahren hat mit den LKW. 17.000 noch was, fast 18.000. So viel Kohle hat die noch gar nicht eingebracht. So viele Kilometer ist sie schon geschrumpft. Du scherst ein, gehst auf die Bremsen. Was bist du vorher noch? Hält er jetzt an oder fährt er weiter? Bei der KI wissen wir noch nicht. So, ihr Lieben, wir machen hier an der Rastplatz machen wir eine Pause, kleinen Cut, frühstücken, sehen uns dann. Oh, hier ist alles voll. Wir schleichen uns da durch. Danken müssen wir nicht, aber wir schleichen uns durch hier. Bestellen uns ja, ja. Neben den Kollegen hier. Gut. Gut, ihr Lieben, somit bedanke ich mich. Also, wie gesagt, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder und wir machen hier einen kleinen Tankstopp. Hier, Pause, Frühstück halt. Rüpst du rum, hier ist Parkplatz zu vorholen. Und ja. Somit bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare, für eure Likes. Mega Daumen an euch und allzeit gute Fahrt. Tschüss.